Die bloße Anzahl an Bedarf nützt gar nichts, weil niemanden, der in Frankfurt am Main eine Wohnung sucht, ist damit geholfen, wenn ich sage, aber da steht noch was Schönes in Frankfurt an der Oder frei. Sondern ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir regionalisierte Bedarfsprognosen brauchen. Und zwar Bedarfsprognosen für den frei finanzierten, aber auch für den sozialen Wohnungsbau. Hier gibt es natürlich immer den Streit zwischen zusätzlichen Beschleunigungen und den ganzen ökologischen Fragen. Aber ich sage, wir brauchen dringend hier einen Beschleunigungsprozess, sonst werden wir einfach die Bedarfe nicht schnell erfüllen können.